Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis. Heute ein bisschen was anderes als beim letzten Mal. Heute machen wir Grundbegriffe der Spektraltheorie. Letztes Mal hatten wir ja lineare Integralgleichungen uns angeguckt und da insbesondere mal so ein bisschen mit der Neumannschen Reihe rumgespielt. Ne, das war auch so eine Anwendung des Ganzen. Und heute gehen wir in ein etwas anderes Gebiet rein, was allerdings relativ cool sein kann, wenn man es irgendwie mag. Oder wenn man halt mit den Begrifflichkeiten irgendwann mal klarkommt. Das dauert erfahrungsgemäß ein Momentchen. Und zwar wollen wir ganz grob gesprochen Eigenwertuntersuchungen auf Operatoren machen. Das heißt, wir wollen das Grundgerüst aus der linearen Algebra nehmen, was wir haben über Eigenwerte, Eigenräume und so weiter und so fort. Und wollen das übertragen auf den unendlich dimensionalen Fall, dass wir sozusagen einen Operator analysieren wollen. Und das ist sozusagen für dieses Kapitel auch gleich die unmittelbare Idee, die dahinter steckt. Ne? Und das werden wir jetzt machen, indem wir zunächst mal ein bisschen rumhantieren mit den Bezeichnungen, dann erstmal ein paar grundlegende Aussagen dazu treffen und dann sozusagen hinterher sehen, das, was wir uns überlegt haben, was wir als Theorie aufgestellt haben für Eigenwerte und Eigenvektoren im unendlich-dimensionalen Fall, also von Operatoren, geht, wenn wir einen endlich-dimensionalen Operator nehmen, sozusagen wieder in das alte Konzept über. Das ist sozusagen das Ziel des heutigen Teils. Und wir entwickeln dabei tatsächlich einige Methoden, die durchaus mal wieder vorkommen können, je nachdem, was man halt als nächstes macht. Also einen Operator, der hier in dem Kapitel auftaucht, den brauchen wir auf jeden Fall noch später, wenn wir uns adjungierte Operatoren angucken. Aber das sehen wir dann an der Stelle, wo es halt entsprechend auf uns zukommt. Gut, also zunächst mal definieren wir uns eine Zahl, die wir beim letzten Mal schon einmal gebraucht haben. Und zwar definieren wir uns den sogenannten Spektralradius. Und dafür nehmen wir eine Banach-Algebra, die nennen wir A, dann geben wir einen Banach-Raum X mit und eine punktweise Verknüpfung Punkt. Und dann nehmen wir uns irgendein Element aus dem Banach-Raum. Und dann definieren wir die Zahl R von X gleich der Limes Superior, K gegen unendlich. Das haben wir beim letzten Mal schon angemerkt, das ändere ich auch noch auf der Folie ab. Über die Karte Wurzel Norm x hoch k, diese Zahl r nennen wir Spektralradius. Und es ist natürlich klar, dass die maximal so groß sein kann wie die Norm von x. Dann heben sich die Kartenwurzeln gerade raus. Und minimal muss sie natürlich 0 sein, weil die Norm von x kann ja nicht nach unten kleiner werden als 0 aufgrund der Normaxiome. Das Ding heißt Spektralradius. Und das werden wir an einigen Stellen dieses Kapitels mal brauchen. Insbesondere werden wir eine relativ einfache Abschätzung für das Ding kennenlernen, beziehungsweise für was sehr Verwandtes davon. So, als nächstes gehen wir weiter und definieren uns jetzt auf so einer Banach-Algebra die Gruppe der invertierbaren Elemente. Und die wird eine ganz besondere Rolle spielen. Und das machen wir folgendermaßen. Also wir nehmen hier eine Banach-Algebra A, die kriegt wir am Banach-Raum und die Punktoperation. Und damit zeichnen wir mit g von x, und das, die Klammern lassen wir manchmal weg, gleich gx. Damit bezeichnen wir gerade all jene Elemente des Banach-Raums, die eine Inverse haben oder die ein Inverses besitzen. Ja, das ist relativ leicht zu sehen, dass das Ding eine Gruppe ist, weil der Banach-Raum eben genug Struktur trägt. Also ergibt der Name auch inhaltlich Sinn, sag ich mal. Ja, und immer wenn wir jetzt über eine Norm sprechen, meinen wir die Norm auf dem Banach-Raum x, der meistens in der Banach-Algebra A versteckt ist. Und ich sage an dieser Stelle schon mal dazu, statt g von x schreibt man häufig auch g von a. Ja, dann nimmt man halt einfach implizit den Banach-Raum mit und sagt einfach, okay, die Gruppe der invertierbaren Elemente der Banach-Algebra und meint damit die Gruppe der invertierbaren Elemente des Banach-Raums. So. Jetzt ist auf den ersten Blick nicht klar, ja, welche Struktur hat denn oder welche Eigenschaften hat denn diese Gruppe, außer dass sie eine Gruppe ist. Ne, das ist ersichtlich. Und wir werden jetzt zeigen, dass diese Menge als Menge in einem Banach-Raum offen sein muss. Und insbesondere, dass wir eine stetige Homöomorphie von dieser Gruppe auf sich selbst konstruieren können. Nämlich gerade die Abbildung, die jedem Element ihr Inverses zuordnet. Und das wollen wir jetzt in Satz 17.3 formulieren. Und den beweisen wir dann auch relativ zügig. Das ist aber alles nichts Dramatisches. Und zwar folgendermaßen. Also diese Gruppe der invertierbaren Elemente g von x ist eine offene Menge in x selbst.
Und die Inversion, die eben ein Element aus dem Banachraum auf das Inverser bildet, ist stetig. Sie ist natürlich wohl definiert auf g von x, weil da sind ja gerade diejenigen Elemente drin, die sowieso ein Inverses besitzen. Also das ist alles kein Problem. Und diese Abbildung ist sogar noch eine Homöomorphie, also das, was wir in Definition 8.1 damals irgendwann mal hingeschrieben haben. Das heißt, die ist bijektiv, die Abbildung, stetig, und die Umkehrabbildung ist wieder selber stetig. Und zwar natürlich nur von gx auf sich selbst, weil nur da sind ja invertierbare Elemente enthalten. Das ist also im Wesentlichen die Aussage dieses Satzes. Das heißt, diese Menge trägt mehr Struktur als nur die Gruppe. Das ist insbesondere wichtig. Wir werden später in einem der späteren Kapitel noch ein bisschen mehr zeigen, aber dafür brauchen wir erst die Bezeichnung, die wir gleich erst einführen. Also beweisen wir erstmal diesen Satz. Ah, da, das Programm wollte ich haben. Hä? Da, so. Ich kann sagen, wo ist der Cursor hin? Beweis von Satz 17.3. So, jetzt muss ich einmal hier kurz durch meinen Blätterwald steigen. Das sollte aber nicht problematisch sein. Also, was nehmen wir uns? Wir nehmen uns zunächst mal ein A aus G von X, also ein invertierbares Element auf dem Banachraum, der zu dieser Banach-Algebra A gehört. Und dann nehmen wir uns ein X aus dem Banachraum X. Und zwar der Gestalt, dass eben Norm X minus A ja kleiner gleich wird als 1 durch die Norm des Inversen. Das ist wohl definiert, weil das A ist ja invertierbar. Das heißt, ich kann hier einfach mal A hoch minus 1 hinschreiben. Und so ein Ding muss es natürlich geben, sonst wäre x kein Banachraum. Das heißt, hier steckt nur die Vollständigkeit des Raumes hinter letzten Endes. Dann kann ich mir erstmal dieses Element x ein bisschen anders schreiben. Und zwar, indem ich das in die Summe zerlege. A plus x minus A. Das ist erstmal nichts besonders Dramatisches. Und da klammere ich jetzt ein A aus. Und zwar klammere ich ein A nach rechts aus. Das heißt, hier vorne bleibt das neutrale Element stehen. Das muss es geben, weil a in g von x ist. Plus, ja, und wenn ich jetzt hier das a ausklammer, dann bleibt stehen x minus a a hoch minus 1. Wenn ich jetzt wieder das a rein multipliziere, dann kommt genau wieder das hier oben raus. Ja, warum schreibe ich das so hin? Hier steht jetzt sinngemäß 1 plus irgendeinen Wert. Und da kann ich versuchen, mit der Neumannschen Reihe drauf zu kloppen, solange die Norm hiervon kleiner gleich 1 ist. Und das rechnen wir jetzt nach. Also dann gilt, mal kurz ein bisschen scrollen, dann gilt die Norm von x minus a mal a hoch minus 1. Ja, das ist selbstverständlich kleiner gleich die Norm von x minus a mal die Norm von a hoch minus 1. Und jetzt erinnern wir uns daran, wir haben x minus a ja gerade so gebaut, dass das kleiner gleich ist als 1 durch die Norm von a hoch minus 1. Dann multipliziert sich das mit der Norm von a hoch minus 1. Und das ist 1. So. Also insbesondere kann da eigentlich keine Gleichheit stehen, weil wir das hier oben sogar schärfer wählen können. Also wir können das hier, wenn wir das x entsprechend ein bisschen variieren, können wir das hier sogar kleiner machen. Dann steht hier ein kleiner und dann können wir also die Neumannsche Reihe anwenden. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Also 15,3 Neumannsche Reihe impliziert dann, dass e plus eben dieses Element x minus a mal a hoch minus 1 selbst wieder invertierbar ist, also in g von x liegt. Ja, und damit muss natürlich x selber in der Gruppe der invertierbaren Elemente liegen. In g von x. Das nennen wir hier mal Sternchen, das brauchen wir noch. So, das ist sozusagen erstmal eine Zwischenbetrachtung. Jetzt gucken wir uns die Inversion ein bisschen genauer an. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, was passiert denn mit dem x hoch minus 1. Das können wir jetzt ja hinschreiben, weil jetzt wissen wir, dass das x selber ein invertierbares Element ist. Also gucken wir uns an, wie wir x hoch minus 1 hinschreiben können. Und dafür nehmen wir einfach das, was wir schon über x wissen. Das ist einfach a hoch minus 1 mal ja, e plus x minus a hoch minus 1 hoch minus 1. Also wir nehmen uns diese Darstellung für x und invertieren die. Dabei dreht sich halt die Multiplikationsreihenfolge um. Das ist ganz normal, wie man das aus der linearen Algebra gewohnt ist. Und das hier hinten, das entwickeln wir jetzt gerade explizit in die Neumannsche Reihe. Da steht nämlich nichts anderes als a hoch minus 1 mal die Summe von k gleich 0 bis unendlich über minus 1 hoch k. Ja, und dann bleibt hier hinten stehen x minus a
hoch, mal a hoch minus 1 hoch k. Und das minus 1 hoch k, das ist sozusagen der Ausgleichsfaktor, weil hier steht ja eigentlich minus minus, damit wir die Neumannsche Reihe anwenden können. Und dann kriegen wir halt minus 1 hoch k, indem wir die Potenzen auseinanderziehen. Also hier steckt einfach nur die Neumannsche Reihe hinter. So, das bedeutet jetzt, wenn ich x hoch minus 1 und a hoch minus 1 mir davon die Differenz betrachte, kann ich das mit dieser Neumannschen Reihendarstellung versuchen zu vermischen. Das heißt, ich kann Folgendes anschauen. Ich kann anschauen die Norm von x hoch minus 1 minus a hoch minus 1 und die kann ich abschätzen, beziehungsweise die kann ich erstmal ausrechnen, indem ich ein bisschen was einsetze. Und zwar setze ich für x hoch minus 1 einfach hier mal die Reihendarstellung ein. Dann habe ich a hoch minus 1 mal Summe k gleich 0 bis unendlich minus 1 hoch k x minus a, a hoch minus 1 hoch k. Ja, und davon ziehe ich a hoch minus 1 noch ab. Dann kann ich es natürlich ausklammern. Ne, das heißt, das hier ist nichts anderes als die Norm a hoch minus 1 mal diese Summe minus das neutrale Element. Soweit, so gut. Und das kann ich jetzt mit der gleichen Normabschätzung abschätzen wie vorher. Ich ziehe das einfach hier auseinander. Das heißt, hier bleibt stehen die Norm a hoch minus 1 mal die Norm von ja, Summe minus e. Also da passiert, da ist jetzt noch nichts passiert mit der Summe. Ist also immer nur Abschreiben der gleichen Geschichte. So, und jetzt machen wir was mit der Summe. Und zwar gucken wir uns den nullten Summanden an. Was passiert, wenn ich hier k gleich 0 einsetze? Dann haben wir da stehen minus 1 hoch 0. Das ist gut, das ist eine 1. Mal x minus a mal a hoch minus 1 hoch 0. Das ist insgesamt einfach das neutrale Element. Das heißt, wenn ich den nullten Summanden rausziehe, kürzt der gerade hier unten mit dem e, beziehungsweise die heben sich gegenseitig weg. Das heißt, was hier letzten Endes steht, ist nichts anderes als Norm a hoch minus 1 mal und jetzt die Norm der Summe von k gleich 1 bis unendlich über den ganzen Rest hier. Minus 1 hoch k mal x minus a a hoch minus 1, das Ganze hoch k. Ja, und hier ziehen wir jetzt mit der Dreiecksumgleichung einfach die Norm in die Reihe rein. Dann kriegen wir hier eine Abschätzung nach oben. Also a hoch minus 1 mal Summe k gleich 1 bis unendlich. Norm. Ja gut, das minus 1 hoch k hat natürlich Norm 1. Das fliegt also sofort weg. Und das hier ziehen wir wieder auseinander, so wie wir es gewohnt sind. Da steht dann Norm x minus a hoch k mal Norm a hoch minus 1 hoch k. Naja, und das hier ist ja so gewählt, oder das haben wir oben so gebaut, dass das hier kleiner als 1 durch Norm a hoch minus 1 ist. Das heißt, wenn ich das hoch k nehme, kommt hier unten einfach, ich schreibe es direkt dran, ein hoch k dran. Das heißt, die canceln sozusagen gegenseitig weg. Das heißt, diese gesamte Geschichte, die hier drin steht, die ist echt kleiner 1. Das heißt, das kann ich jetzt mit der Neumannschen Reihe wieder zurück übersetzen sozusagen. Muss nur beachten, oh, das war jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Muss nur beachten, dass meine Summe hier ja bei k gleich 1 anfängt. Ja, also das heißt, ich muss noch eine Indexverschiebung machen, beziehungsweise ich muss mir einen dazu dichten. Den kriegen wir jetzt natürlich mit raus. Wenn ich jetzt also die geometrische Reihe oder die Neumannsche Reihe anwende, ich schreibe einfach wieder 15.3 dran, dann bleibt hier stehen Norm a hoch minus 1. Das ist sozusagen das, was hier vorne steht. Das kriege ich hier aber nochmal raus für k gleich 0, beziehungsweise für k gleich 1. Das ziehe ich nämlich raus. Und dann bleibt noch stehen einmal x minus a. Das ist sozusagen der Ausgleichsfaktor wegen dem k gleich 1. Naja, und unten steht das, was wir von der geometrischen Reihe gewohnt sind, nämlich 1 minus Norm a hoch minus 1 Norm x minus a. Das nennen wir zwei Sternchen. Also das ist eine relativ elementare Anwendung, aber man muss halt hier nur aufpassen, dass man nicht in diese Trittbrettfahrerfalle tappt, dass man da halt einfach den Index richtig anpasst vorher. Weil sonst geht der Beweis natürlich an dieser Stelle schief. Beziehungsweise es kommt was anderes raus. So. Jetzt wissen wir ja von Anfang an, dass das a in g von x war. Ja, dann ist aber auch sozusagen die Umgebung von a mit Radius x sozusagen, die liegt komplett in g von x drin, wegen Stern. Na, das ist im Wesentlichen, gucken wir mal, wo das Sternchen war hier drin. Wir haben zwei Elemente, die in g von x drin sind und die Distanz dazwischen ist kleiner als 1. Ja, das haben wir hier oben ja sozusagen festgebastelt.
Das heißt, ja, sozusagen der ganze Ball mit Radius x in Anführungsstrichen um das a herum liegt komplett in g von x und das ist die Offenheit. Ne? Also das bedeutet, g von x ist offen, ja, in x, ne? Weil da haben wir es ja hingebaut. Ja, und hiernach ist die Inversion gerade stetig, ne? Also 2 Stern liefert Stetigkeit der Inversion. Da muss man halt nur genau hingucken, ne? Und zwar haben wir hier ja sozusagen stehen, wenn jetzt die Inversion f heißt, haben wir hier stehen f von x minus f von a. Naja, und hier steht irgendwas mit x minus a mal den Rest und das ist irgendein konstanter Vorfaktor, ne? Also zur Not cancelt man das hier unten raus. Das heißt, was hier steht, ist einfach eine Epsilon-Delta-Stetigkeit, ne? Ganz salopp formuliert. So, und jetzt ist natürlich die Inversion gleich ihre Umkehrabbildung. Also da die Inversion mit ihrer Umkehrabbildung übereinstimmt. Das ist natürlich ein wichtiger Fakt. Ist die Inversion natürlich auch stetig. Also die Umkehrung ist die Umkehrabbildung ebenfalls stetig. Das heißt, die Inversion ist eine Homöomorphie. Ja, von Gx auf Gx. Ja, und das war genau alles, was wir sozusagen zeigen wollten. Gut, das heißt, wir haben jetzt festgestellt, dass diese Gruppe, die wir da definiert haben, durchaus mehr Struktur trägt, sozusagen, als man auf den ersten Blick sieht. Gut. Nachdem wir das jetzt wissen, gucken wir uns einfach mal weiter an, was man damit jetzt so machen kann. Moment, vorher muss ich mal kurz was machen. Kurze Schluck getrunken. Jetzt definieren wir uns auf Basis dieser ganzen Begrifflichkeiten, die wir bis jetzt genutzt haben, drei sehr wichtige Begriffe, die jetzt speziell in der Spektraltheorie eine Rolle spielen werden. Und zwar ist das das Spektrum, die Resolventenmenge und die Resolvente als Abbildung. Das ist sozusagen das Programm, was jetzt kommt. Und dafür nehmen wir uns eine Banach-Algebra, x Punkt, und irgendein Element x in x. Und dann definiert man sich zu diesem x aus Mix, x aus zwei Mengen und die erste heißt Sigma von x. Das sind gerade diejenigen Skalare aus dem Körper, also die Lambda aus K, sodass Lambda e, also Lambda mal das neutrale Element minus x, nicht invertierbar ist. Und die Menge nennt man Spektrum und alles, was übrig bleibt, das nennt man Resolventenmenge. Das bezeichnen wir mit Rho von x, das ist einfach das Komplement des Spektrums im Körper. Und wenn ich jetzt speziell mir die Abbildung rauspicke, die sozusagen so ein x auf dieses Lambda e minus x schiebt und dann invertiert, das Ding heißt Resolvente. Also wir unterscheiden zwischen Spektrum, das ist alles, was nicht invertierbar ist, Resolventenmenge, das ist alles, was invertierbar ist, dann in dieser Form, und der Abbildung, die dann wirklich aus der Resolventenmenge diesen Umkehrprozess, diesen Inversionsprozess wirklich durchführt. Ja, das sind drei sehr, sehr wichtige und auch elementare Eigenschaften oder elementare Begrifflichkeiten einfach. Im Skript haben die noch Nummern. Ne? Die haben nur nicht mehr auf die Folien gepasst. Deswegen wird gleich die Nummerierung ein bisschen springen. Ich hoffe nur, sie wird richtig springen. So, was sehen wir also sofort? Naja, die Resolventenmenge ist offen. Ne? Das liegt einfach daran, die Gruppe der invertierbaren Elemente g von x ist ja nach dem Satz gerade einfach ist offen in x. Das heißt, die Resolventenmenge muss auch offen in k sein. Ne, weil da ist ja alles drin, was sozusagen in der Gruppe der invertierbaren Elemente landet, wenn ich das mit diesem Skalar in der Form oben darstelle. Also das ist sozusagen die erste wichtige Eigenschaft der Resolventenmenge. Und natürlich ist die Resolvente stetig, weil die Resolvente ist ja nichts anderes als eine Inversion auf der Menge der invertierbaren Elemente und die ist stetig nach 17,3. Also das sind zwei Folgerungen, die unmittelbar folgen. Und wir wollen jetzt für den Fall, dass wir im Körper der komplexen Zahlen sind, noch zeigen, dass die Resolvente sogar eine holomorphe Funktion ist.
Also eine Funktion, die sozusagen überall auf Rho von x komplex differenzierbar ist. Das ist ein Begriff aus der Funktionentheorie, also der Theorie, die sozusagen entsteht, wenn man komplexwertige Funktionen einer Variablen sich anguckt. Und das wird im Laufe dieses Kurses ab und zu mal eine Rolle spielen, aber nicht besonders häufig. Also wir werden jetzt keine großen Erkenntnisse aus der Funktionentheorie brauchen. Insbesondere das, was wir brauchen, das kriegt man auch meistens elementar hin. Wer sich trotzdem mit Funktionentheorie ein bisschen beschäftigen will, was ich nur jedem empfehlen kann, weil das eine super Theorie ist, der kann mal in das Buch von Jänich gucken. Das heißt einfach Funktionentheorie. Das ist eine sehr kurze, knackige Einführung. Da steht aber alles Wichtige drin. Und wer ein bisschen tiefer in die Materie rein will, der kann natürlich entweder in den Klassiker gucken von Alfors, Complex Analysis, oder man guckt in das Buch von Conway. Das ist Functions of One Complex Variable, Band 1. Es gibt auch noch ein Band 2, aber den braucht man, also das ist schon eine tiefere Anwendung, sage ich mal. Ne? Oder man guckt auf der Webseite, steht irgendwo was unter Skripte. Da stehen FT1 und FT2 Skript, das sind Mitschriften aus dem Tonus, den ich mal gehört habe. Gut, also wir wollen zeigen, die Resolvente ist für den Fall, dass k gleich c ist, eine holomorphe Funktion auf der Resolventenmenge. Ja, wie macht man das? Man guckt sich den Differenzenquotienten an einem Komplexen und versucht, den Differenzenquotienten auszunudeln. Also man muss zeigen, dass der sozusagen existiert. Und das machen wir jetzt. Also Beweis von Folgerung 17.6. Ja, was nehmen wir uns zunächst mal? Wir nehmen uns Lambda und μ aus der Resolventenmenge von x. Und dann stellen wir erstmal Lambda e minus x dar als etwas andere Linearkombination sozusagen. Wir stellen das dar als Rho, als μ e minus x plus Lambda minus μ mal das neutrale Element. Da kommt natürlich das gleiche raus. Das hier hinten kann ich wieder ausmultiplizieren. Dann habe ich μ e minus μ e, das fliegt weg und es bleibt stehen Lambda e minus x. Das ist also genau das gleiche. Ne? Und jetzt multipliziert man von links mit rx von Lambda. Ich schreibe das mal stichweise auf. Also multipliziere von links mit der Resolvente zu x von Lambda, also mit Lambda e minus x hoch minus 1. Und von rechts multipliziert man mit der Resolvente zu μ. Mit rx von μ. So, dann ergibt sich das Ganze wie folgt. So, und das ist jetzt einer der Knackpunkte, weil da war beim letzten... Ich habe das Video nämlich eigentlich schon mal aufgenommen, nur da war tatsächlich ein Kinken drin in dem Beweis. Damit ergibt sich jetzt Folgendes. Also zunächst mal, das hier oben, das ist ja nichts anderes als die Resolvente x hoch minus 1 von Lambda. Nur, weil da fehlt ja eigentlich nur, wenn ich das zur Resolvente machen will, das hoch minus 1. Das ist nichts anderes als, ja hier steht rx von μ hoch minus 1. Und das Ganze kommt dann mit einem Plus Lambda minus μ e. Und jetzt multipliziere ich stumpf so durch, wie es hier steht. Dann kriege ich erstmal raus, das ist äquivalent zu, machen wir es ganz normal farbig. Also wir wollen erstmal mit rx von Lambda durch. Das kommt von links. Das heißt, hier steht rx von Lambda. Ja, mal rx hoch minus 1 von Lambda. Ne, das kürzt gleich raus. Das ist schon mal gut. Und dann kommt ja auf dieser Seite von rechts gerade ein rx von μ her. Das wäre sozusagen die eine Seite. Ja, und auf der anderen Seite ist es ein bisschen ausführlicher. Da kommt natürlich auch von links. Ich hoffe, das ist das gleiche Grün. Das ist aber auch relativ egal. Ne, es ist nicht das gleiche Grün. Das ist aber eher türkis, ne? Ich habe noch einen Rotfilter auf dem Bildschirm, deswegen ist das ein bisschen problematisch teilweise. Also da müssen wir jetzt rx von Lambda dran packen. Dann kommen hier natürlich Klammern hin. Den Rest, der drin stand, lassen wir erstmal stehen. Ja, und dann kommt eben von rechts noch die Resolvente bezüglich μ da dran. So, das ist also erstmal das, was entsteht, wenn ich dieses Multiplizieren einfach nur hinschreibe. So, das hier vorne, das ist natürlich äquivalent dazu, dass dann nur die Resolvente bezüglich μ stehen bleibt. Also rx von μ bleibt da stehen. Weil das hier ist natürlich invers zueinander, das cancelt raus. Da bleibt nur das Element e stehen.
Ja, und auf der Seite passiert Folgendes. Das multiplizieren wir jetzt ganz sauber aus. Wir lassen erstmal das Rx von Lambda stehen und ziehen hier das Rx von μ in die Klammer. Dann sehen wir natürlich sofort, mit dem Rx hoch minus 1 kürzt das weg. Das heißt, hier steht ein e. Naja, und hier bleibt stehen Lambda minus μ mal das neutrale Element mal Rx von μ. Das ist einfach nur ausmultipliziert. Und jetzt multiplizieren wir das hier rein und benutzen, dass wir in der Banach-Algebra umklammern dürfen. Also ist das hier gleich. Ja, Rx von Lambda mal das neutrale Element ist Rx von Lambda. Plus, und jetzt müsste ja eigentlich stehen, Rx von Lambda mal Lambda minus μ. Da dürfen wir aber nach dem Axiom B1 für die Banach-Algebra kippen. Also da dürfen wir draus machen, Lambda minus μ mal die Resolvente von Lambda. Ja, und e mal Rx von μ ist natürlich nach der Definition des neutralen Elements nichts anderes als Rx von μ. Das heißt, das bleibt stehen. So, und das können wir jetzt ein bisschen umschubsen, indem wir nämlich sozusagen sortieren. Wir ziehen das auf die andere Seite und multiplizieren mit 1 durch. Dann kriegen wir raus, Rx von Lambda minus Rx von μ ist gleich minus Lambda minus μ Rx von Lambda Rx von μ. Und das ist die sogenannte Resolventengleichung. Die formulieren wir gleich auch nochmal eigenständig. So, warum machen wir das? Es hat einen großen Vorteil. Ich kann jetzt hier durch das Lambda minus μ teilen. Und was bleibt dann stehen? Ja, gerade der Differenzenquotient. Wenn ich dann den Grenzwert bilde, habe ich genau das, was ich haben will. Das heißt, hier dividiere ich jetzt durch Lambda minus μ. Das ist auch der einzige Grund, sozusagen, warum ich das Minus hier nicht direkt reinziehe, weil man es dann nicht mehr so schön sieht. Na, also Division durch Lambda minus μ liefert, und dann bleibt hier stehen, Rx von Lambda minus Rx von μ, ja, geteilt durch, und dann haben wir hier eben das Lambda minus μ, und auf der anderen Seite bleibt stehen, minus Rx von Lambda Rx von μ. So, und jetzt wissen wir ja aus der vorherigen Folgerung, diese Resolventen müssen stetig sein. Ja, das heißt, ich kann jetzt ganz einfach Lambda gegen μ schieben, dann konvergiert das hier hinten gegen Rx von μ Quadrat. Ja, also, Grenzübergang Lambda gegen μ. Das ist jetzt quasi diese x gegen x0 Methode, wenn man den Differenzenquotient auswertet. Nur das x heißt jetzt Lambda und das x0 heißt μ. Das soll uns aber nicht großartig abschrecken. Rx von Lambda minus Rx von μ geteilt durch Lambda minus μ. Und jetzt kommt hier halt rein, dass die Resolvente als Abbildung stetig ist. Das heißt, das hier geht gegen minus Rx von μ ins Quadrat. Ja, und das ist ein existenter Wert in C. Das heißt, diese Ableitung, die hier steht, die existiert und das ist genau äquivalent zur Holomorphie. Also wegen k gleich c ist dies äquivalent zur Holomorphie. Und das wollten wir gerade gezeigt haben. Ja, genau. Also es ist ein straightforward Beweis, wenn man halt weiß, wie man anfangen muss. Ja, und die einfache Folgerung, die wir daraus jetzt ziehen können, das ist einfach diese Definition der Resolventengleichung. Diese Gleichung, die wir gerade hergeleitet haben, die heißt einfach Resolventengleichung. Und das ist eine falsche Nummerierung, denn die sollte natürlich jetzt 17.6 oder hier in Klammern 6 heißen. Ich mache mir da eine Aktennotiz zu. Gut. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir dann gleich im zweiten Teil des Videos weiter. Dann habt ihr hier einen kleinen Cut. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen, Ergänzungen oder Kommentare habt, schreibt sie unten rein. Und ansonsten bis gleich.